Die Abenteuer Allrad, großer Rundgang mit Sandra Capella, grüß dich. Hallo. Ja, du hast eben gedacht, das ist aber nicht Buschcamp, oder? Nee, das ist Buschmechanik. Buschmechanik, die heißen alle so ähnlich. Und hier oben drauf ist ein Nashorn. Es ist ein Sprinter mit OZ-Felgen, richtig schick. Wir machen einen kleinen Rundgang, zeigen mal ein bisschen was. Und immer öfter siehst du ein Fahrzeug, was bei uns um die Ecke gebaut wird. Guck mal da. Wenn du mal gerade das Schild liest, was vorne das Kennzeichen drauf ist. Grenadier. Weißt du, wo die gebaut werden? Nein. Im Smartwerk, bei uns um die Ecke. Echt? Ja, bei uns in Lothringen werden die gebaut. Und die Fahrzeuge sind offroad-tauglich, sind, glaube ich, über Jahre jetzt schon ausverkauft. Mhm. Aber das ist so ein Veredler, oder? Weil das ist ja ein... oder ist das ein Hersteller? Pass auf, ich erkläre das mal. Das ist der neue Defender, okay? Es gab mal einen alten, der war aus Alu, der war ganz eng und so weiter. Und der wurde dann nicht mehr gebaut. Der sieht ein bisschen elektrisch aus, kann das sein? Der sieht elektrisch. Der ist übrigens auch ganz schwer lieferbar. So, und dann gab es den da, siehst du da hinten, den Land Rover. Mhm. So, und irgendwann haben die gesagt, wir bauen den nicht mehr. So, weil, egal warum. Und dann... hat ein, ich glaube, ich hoffe, dass ich die Geschichte auch richtig wiedergebe, ein Unternehmer, der auch viel Kohle hat, hat das Werk, das Smartwerk gebaut, gekauft bei uns in Lothringen, mhm, und hat die Fertigung von dem Auto da eingebaut. Okay, ja, schick. So, und jetzt gibt es wieder ein Geländefahrzeug, das absolut geländetauglich ist. Und er musste sich gar nicht groß bemühen, die zu verkaufen, denn binnen kürzester Zeit waren alle ausverkauft. Ich glaube, mittlerweile Lieferzeit 2-3 Jahre. Mhm. Okay. Krass, oder? Und der Spiegel ist drunter wegen der Seilwinde oder was genau guckt man sich da an? Also wir können ja mal drunter gucken, das wollen wir mal schauen. Also unsere Empfehlung, hier siehst du, na, das könnte jetzt hier ein Differential sein, was du siehst, hier von Mazda. Also es könnte aber auch einfach nur die Abdeckung sein, die als Schutz dient, damit wenn du auf Steine fährst, damit du das nicht kaputt machst. Siehst du hier? Okay, ja. Siehst du, unten drunter ist so ein Unterfahrschutz, mhm, und das könnte jetzt ein Unterfahrschutz von Mazda sein, der dafür sorgt, dass dieses Bauteil, was empfindlich ist, wenn es einen Stein trifft, nicht kaputt geht. Okay, cool. So, und die machen das. Also das ist hier so ein Stein von Mazda, da stehen die Autos drauf. Aber das ist so ein bisschen die Van-Ecke hier. Da vorne ist Unicut. Auch da können wir mal kurz vorbeigehen. Also gibt es jede Menge Zubehör. Das ist auch ein nettes Zubehör. Du weißt, was das ist? Das oben ist ein Grill, oder? Nee, das Gelbe. Ach so, das ist zum Auffahrhilfe? Ja, es hat viele Funktionen. Du kannst damit, wenn du im Schlamm bist, das reinlegen und kannst es flach machen und kannst dann das Auto aus dem Schlamm rausfahren. Ja. Oder du kannst es hochfahren, wenn du schräg stehst. Mhm. Also es ist ziemlich oder easy. Halt beim Parken so eine Art Sperre, ne? Geht auch. Kannst du als Parksperre verwenden und so weiter und so fort. Leute gucken immer hier, wie es da ist. Also hier gibt es Zubehör, hier gibt es Grills, Kompressorkühlboxen, die da sind. Und hier ist so ein Sandblech aus Kunststoff. Sieht schick aus. Und wenn du mal irgendwann mal festgefahren bist am Campingplatz, dann hilft dir das Ding raus. Gibt auch andere Tricks. Also der, aber ich war mal auf einem Festival auf dem Southside, wo dann nach dem Ende alle Autos festgefahren waren und der örtliche Bauer hat dann alle Leute mit seinem Traktor da rausgezogen. Und ja, es war eine interessante Erfahrung. So, und hier, das ist natürlich jeder, der Offroad fährt, muss ganz viel filmen. Und hier haben wir Snaptools. Hallo. Geht's dir gut? Ja, bestens. So, das heißt, die Leute filmen ja viel, wenn sie Offroad unterwegs sind. Und was habt ihr? Ihr habt das Zubehör dafür, oder wie? Ja, wir haben alles möglich. Wir haben leichte Sachen, kompakte Sachen, Stative aus Carbon. Klar, die sind vielleicht dann ein bisschen preislich. Sowas hier? Nehmen wir, ja, genau. Aber wenn du mal das hochheben magst. Kann ich nicht. So? Aber Sandra kann das hochheben. Ich habe ja beide Hände voll. Sandra, komm mal her. Das wäre super. Genau, halt mal da, hoch. Wie schwer das Stativ ist. Schau mal. Wow. Ich meine, das ist richtig cool, weil das ist halt aus Carbon und hat damit... Das überhaupt ein Kilo? Das hat ungefähr ein Kilo. Ja, ist quasi eine Milchtüte, wenn du so willst. Da kannst du es mitnehmen. Hat hier diese Klappen, mag ich persönlich sogar auch noch ein bisschen besser, als wenn man das immer drehen muss. Und dann kannst du das zusammenklappen. Das ist sehr kompakt. Das schmiegt sich hier natürlich auch super an diese Säule. Die ist dreieckig und damit kannst du es super kompakt in deinem Rucksack verstauen. Preis, kostet was?
2,99 hier auf der Messe. Gut, das kauft man ja nur einmal. Und, ja. Und wer Schrott kauft, kauft fünfmal. So schaut's aus. Bin ja Filmer. Und darum denke ich halt, dass es schon Sinn macht, dass man einfach mal ein paar Euro mehr investiert. Dann hast du auch ein bisschen mehr davon. So, und das Coole ist, du hast auch eine ordentliche Handyhalterung drauf, denn da gibt es auch viel Schrott, die rutschen dann raus und gehen kaputt. Ja, genau. Das hier, das ist quasi eine AK-Swiss-kompatible Geschichte, also dass da oben an diesem Kugelkopf oben drauf die Halterung, das ist für so Schnellwechselplatten, aber das kannst du hier natürlich mit dem Handy hier reinschieben, das passt perfekt und dann drehst du hier zu und sitzt fest und du hast auch kein großes Gefrickel, sondern kannst es direkt verwenden dann. Also und oben das Handy kann ich fest... festschrauben. Das machst du hier fest mit dieser, da ist die Halterung, genau, das klemmst du hier dazwischen, aber da hast du noch eine Schraube, damit es so ein bisschen mehr Zug drauf gibt nochmal und dann sitzt es da also richtig gut fest. Das normale ist Kamera geht damit auch. Eine normale Kamera kannst du hier auf das Stativ locker auch drauf packen. Ja. So, jetzt ist ja so bei eBay und keine Ahnung, ist ja alles voll, so Zubehör gibt es ja wie Sand am Meer, aber ihr sagt, das ist alles getestet, professionell. Da geben die Leute viel Geld aus für Kameras und haben vielleicht eine Handyhaltung für 9 Euro, die dann im Zweifel fällt das Ding dann runter oder man ist nicht zufrieden. Seid ihr jetzt speziell bei Campern unterwegs oder wie würdet ihr euch? Also bei uns ist es eigentlich so, der Ursprung von der ganzen Geschichte ist, dass er, also Frank da drüben, wenn du eben drüber schwenkst, er ist ja ein Berufsfotograf. Also er fotografiert für Industrie, für Fashion, für egal was. Er ist Profi. Er ist Profi, genau. Und er kennt sich aus. Und er hat irgendwann mal angefangen zu sagen, okay, ich sehe hier mit den mobilen Kameras, Smartphone-Handys, die sind so gut. Ich glaube, wir sollten da irgendwann mal schauen, ob man nicht solche Sachen auch an den Start kriegen. Mal gucken. Und haben wir das eingeholt, waren auf der letzten Fotokina und haben dann angefangen, die Sachen anzuschauen und haben das dann ausgebaut, weil wir gemerkt haben, der Markt ist da. Es gibt immer mehr Leute, die einfach auch mit weniger Gepäck reisen wollen, denen das halt zu schwer ist und die sprechen wir damit an und die finden ja auf jeden Fall was. So, Snap-Tools könnt ihr googeln, World of Creative Camera Gear. Yes. So, ihr versendet weltweit, oder? Also wir versenden, sagen wir mal, überall dahin, wo man es natürlich haben will, aber logisch, man muss halt dann entsprechendes Porto zahlen. Dann schicken wir es überall hin. So, vielen, vielen Dank und ja, kann man sich merken. Sehr cool. Gerne. Bis denne, ciao. Danke. Ja, die waren ja nett, oder? Guck mal hier auf der linken Seite, Transwatt, auch ein großes Weltreisemobil. Okay, die Marke sagt mir jetzt noch nichts. Mir auch nichts. Ja. Aber wenn wir noch vorbeigehen, wenn wir noch filmen. Wissen wir, was wir noch die nächsten Tage zu tun haben. Die Sonne ist weg, welch ein Glück. Wir haben jetzt nicht mehr so harte Schatten. Akkusysteme Transwatt, das heißt, ich weiß, wer das ist. Ich weiß, wer das ist. Die bauen... Ich habe am ersten Tag habe ich ein Weltreisemobil gefilmt und die bauen Power-Systeme für Weltreisemobile. Mhm. Das heißt, sodass du Strom hast wie zu Hause. Okay. Siehst du also hier mit Laderegler und so weiter und so fort. Hier ist eine Scherheizung mit drin. Das ist eine eine Heizöl-Blaubrenneranlage wie zu Hause. Die macht, ich glaube, 20 kW. Ich guck mal gerade, was die macht. 10 kW macht die. Das ist die rote. So, macht 10 kW, damit kannst du ein ganzes Haus betreiben. Okay. Warmes Wasser, Heizung. Und da hinten hat er dann noch Batterien drin. Und das ist übrigens das Kernstück hier, diese Multiplus, die drin ist. Und die sorgt dafür, dass das Reisemobil Strom hat. 230 Volt, 12 Volt, geladen wird. Guck mal, die süße Waschmaschine. Ach, ist das echt eine Waschmaschine? Ja, das ist eine Mini von Deo. Süß. Deo Mini kam eigentlich so aus Fernost, kommt immer noch aus Fernost, aber war da hauptsächlich im Einsatz in so ganz kleinen Wohnungen. Du kennst ja diese Mini-Wohnungen, die es in Tokio gibt. Ja, ja. Und da braucht man auch Mini-Sachen. Erzählen, wo du eigentlich alles in einem Quadratmeter machst. Hier sind wir am Stand von Unicat, großer Weltreisemobilhersteller. Und die haben hier eine Besonderheit. Guck mal, den kannst du ausfahren. Hier ist, guck mal. Ah, okay. Also ist es wie heißt es, ist wie ein Slide-Out, nur nach oben? Slide-Out wie nach oben. Und wenn du fährst, ist alles komplett geschlossen und dadurch natürlich auch safe. Und ja, wenn du angekommen bist, fährst das Ding hoch, hast volle Raumhöhe. Da werden wir mal nachfragen, ob wir den vielleicht morgen mal filmen können. Ja, cool. So, dann, guck mal hier, dürfen die Kleinen fahren? Ja, die Kleinen dürfen auch ein bisschen Action haben auf dem Quad. Es gibt ja auch Spaß für die Großen. Hier kann man ja auch Fahrzeuge Probe fahren, ne? Süß. Soll ich das mal machen? Du passt da gar nicht drauf. Wie Affe auf dem Schleif stehen, ne? Das heißt, uns Affe auf dem Schleifstein übersetzt, ja. Der da ist. So,
dann gucken wir mal hier. Also hier sieht man es noch ein bisschen besser, das Zwei-Zimmer-Küche-Bad oder Drei-Zimmer-Küche-Bad, was hier steht, mit auch leichten Felgenabdeckungen. Ist geil, was oder? Was kostet denn so ein Reifen, wenn du dir den kaufst? Das ist doch auch schon ein halbes Vermögen, oder? Und für Otto Normalos. Ein Tausi. Oh. Also original, neu, bestimmt ein Tausi. Also der ist bestimmt weg. Aber das hier werden wir uns mal angucken. Ja, wir gehen weiter. Und ja, hier ist so ein bisschen die Zubehörecke. Und gehen gleich in einen tollen Stand. Der heißt Crawler. Aber zuerst musst du mal jemanden kennenlernen. Da werden wir auch noch filmen, wenn wir ein extra Video machen. Mhm. Der Typ ist so krass drauf. Das ist nämlich der Heiko. Heißt du Heiko? Nein, Thorsten. 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 Aber immer ist, noch. Ist aber dasselbe. Seit 55 Jahren. Heiko oder Thorsten, das, ist das nicht bei euch oft ähnlich? Habt ihr viele Heikos? Nein, nur Thorstens. Nur Thorstens. Grüß dich. Ja. Wo ist der Osten? Wo beginnt der Osten? Wo hört der Osten auf? Ich finde es immer schön, wenn man das so aus der Sprache raushört. Er ist nämlich ein ganz geiler. Ja, ich sag mal, so ein bisschen ist jetzt der Sog raus gewesen aus den letzten Videos. Die hatten, glaube ich, nur 200.000 Aufrufe oder ein bisschen mehr. Ja, okay. Aber wir kennen uns. Ist alles gut. Wir kennen uns. Guck mal hier. Das ist Klassiker. Egal, wer herkommt, der wird vor der Unterschrift erstmal abgefüllt. Das ist so. Das heißt, die kriegst du immer kaltes Bier. Immer. Ich glaube, hier bleibe ich. Er hat eine Besonderheit. Er macht kurze Fahrzeuge. TS Buscamp heißt das Ganze. Ist eigentlich, du bist eigentlich Manufaktur für so kleine Reisebusse, gell? Stadtbusse und Camper. Das ist so unser Hauptmetier. So, und deswegen hast du auch viel Erfahrung mit großen Scheiben. Und du hast nicht dabei mit der großen Scheibe heute. Ich habe nur ein Bild dabei. Okay, das ist aber hier Besonderheit, er hat eine Ausziehdusche entwickelt, also die, wenn sie nicht benutzt wird, sehr platzsparend ist, gibt es ein eigenes Video zu. Wir kommen noch vorbei, dann filmen wir den hier noch. Ist das der, der auch in Stuttgart stand? Ja. Gott. Aber ich komme vorbei nur wegen dem Bier, okay? Gerne. Thorsten Schwengber von Buscamp, TS Buscamp aus? Weida im schönen Ostthüringen. So, und da vorne ist dein Team, oder? Das sind die sind alle von dir? Alles gute Bekannte, meine Frau dabei, mein Kollege dabei. Hallo Kollege, er ist einer der wichtigsten, du bist nämlich der Mitkonstrukteur. Ja. Euch habe ich, weißt du noch, wo wir das Video gemacht haben, am Caravan-Salon in der letzten Ecke? Es war viel Spaß dabei, hat viel Freude gemacht. Also er hat ein Wohnmobil gebaut, wo die Fensterscheibe so groß ist wie das Wohnmobil. Und dann haben wir so gewitzelt, du konntest halt nicht gut reingucken. Und das Wohnmobil war auch noch rot, ja. Jetzt hätte er nur ein Rotlicht noch einbauen müssen, ja, dann hätten kann man da Eis verkaufen drauf. Kann man Eis verkaufen. Da bestimmt auch Kunden für. Aber das war doch ein Hammer, wie das angekommen ist bei den Leuten. Ja, doch. Über 800.000 Klicks. Ja, also war richtig gut. Ja. Tschüss, Thorsten, alias Heiko. Ja. Ciao. Cooles Auto, also coole Socken, die man hier auch erlebt, ja, wenn man noch ein bisschen unterwegs ist. Das ist ein Ofenhersteller, den habe ich letztes Mal schon mal gefilmt. Der baut Öfen in Wohnmobile ein. Oh, aber das sieht auch cool aus. Ja, der baut auch normale Kamine. Normale Kamine, du hast jetzt ein Haus gekauft? Ja, da ist auch ein Kamin drin. Achso, brauchst kein mehr. Ja, ist ein altes Ding, könnte man auch modernisieren. Ist es eigentlich, ist es im selben Ort, oder? Ja. Im selben Ort? Von Alsding nach Alsding. Nach Alsding. So. Und hier gehen wir jetzt zu einem der wichtigsten Stände dieser Welt, nämlich Crawler. Crawler baut aus der Türkei. Kleine, flinke türkische Hände bauen Aufsetzkabinen. Und ich selber habe auch eine Crawler-Kabine. War in der Türkei nur zum Trinken, wie alle anderen, mit vielen Russen. Kenne mich nicht gut aus, was die können und machen und tun, aber die verkaufen solche Haufen hier. Guck mal, siehst du das? Massiv und so ein bisschen sieht es aus wie Military, oder? Ja, auf jeden Fall. Finde ich cool. So, und wenn du mal dahin guckst, diese Aufsetzkabine, die habe ich. Die ist auf meinem Hilux. Okay. Und hast es auch benutzt? Ja, ne? Ja, klar. Ist im Moment ja bei Marein steht da zum Verkauf und hier ist jetzt Raptor drauf. Also das macht ja jeder ein bisschen anders. Und das zeigen wir es nochmal. Wir gehen mal weiter. Hier vorne, ja, ist natürlich auch eine Besonderheit. Guck mal, was da steht. Da steht mein Auto als Kopie. Echt? Ja, das ist vielleicht der Concorde. Hast du dich auch nur im Parkplatz vertan hier. Nee, das ist ein 691, sogar mit Radkäppchen. Und ein Concorde 4x4 auf Iveco Daily 4x4. 691 RRL, nämlich von Liontron ist der hier. Stand ist links. Und so ein Ding fahre ich auch im Moment.
Und wir schwenken mal rüber. Jetzt müsste irgendwo hier der Liontron-Stanzer sein, wahrscheinlich. Guck ich mal gerade, ist das wirklich ein 4x4? Ja, könnte sein. Da ist Liontron. Guck mal hier. Oh, es fängt an zu gewittern. Ich glaube, da muss ich meinen Router reinholen. Große Unwetterwarnung. Gibt schon die Durchsage, hörst du das? Der kleine Benjamin. Das erste Mal Gewitter jetzt hier auf der Messe. Aber mal gucken, ob es regnet. Aber guck mal hier hoch. Sieht schwer danach aus, oder? Ja, das Wetter hat bis jetzt gehalten, aber ich habe schon in der Vorhersage gesehen, dass es eventuell gewittern wird. Wow. Das ist auch ein cooles Teil hier. Das ist doch geil, oder? Ja, was ist das? Was kann das? Das ist klein und kompakt. Hat hinten eine riesen Klappe drauf. Es regnet. Komm, wir müssen los. Wir gehen mal schnell zum Tobi. Und da werden wir uns eine Unterkunft besorgen. Falls es denn regnet. Heute filmen wir uns am Donnerstag, den 8. Juni 2023 auf der Till. Aha. Im Liontron-Look. Mit dem Engwe, wo hast du das Rad denn her? Das habe ich gewonnen. Sehr schön. So, wir müssen weiter. Till, es regnet. Bis gleich. Alles Gute, ne? So, Till, mein PR-Mann aus Düsseldorf. Ja, den habe ich schon bei der Boot haben wir uns gesehen. Du siehst ihn wahrscheinlich öfter, ne? Ja, leider. Das ist nee, war Spaß. Till ist cool. So, jetzt müssen wir echt wahrscheinlich ein bisschen Gas geben, weil alle sind schon so auf der Flucht. Aber Regen gehört ja so ein bisschen mit dazu. Ich hatte auf der Wettervorhersage geguckt, war kein Regen gemeldet. Also der, aber vielleicht hat sich das geändert. Schon, aber dafür wird es ab morgen bis Sonntag stramm mit 29 Grad. Also Sonnencreme nicht vergessen. Ich habe extra noch welche gekauft, damit ich die Tage hier auch überlebe. Ist aber gar nichts im Vergleich zum letzten Jahr. Kannst dich vielleicht noch daran erinnern. Da ich war waren, nicht dabei, du warst nicht dabei. Simone dabei. 40 Grüße Grad. An Simone. 40 Grad hatten wir. Wow, ja. Das war wirklich, also das war heftig. Kann ich mich noch genau dran entsinnen. Oh, Sommerregen riecht aber so fein. Ist so geil, ne? Das, ich habe das so, besonders so nachmittags, wenn du so aus dem Schwimmbad kommst, da gibt es das Gewitter wie früher. Ja. Und dann ist genau dieser Geruch, der, wie würdest du den beschreiben? Kann man nicht beschreiben. Sommerregen, Punkt. Ich glaube, jeder, wenn du das Wort sagst, weiß, wie der riecht, oder? Das ist so, Ozon ist mit dabei, also so praktisch reine Luft. Und es fängt schon ein bisschen an. Ich befürchte, Sandra, wir werden es nicht mehr schaffen. Wir müssen hier ins Zelt rein. Und dann vielleicht können wir hier ein bisschen weiter moderieren. Denn auf einmal wird das Zelt hier ziemlich voll, habe ich das Gefühl. Ja. Warum nur? Die Besucher müssen sich irgendwo verstecken. Weißt du, wie viele Besucher ungefähr die Messe... Muss ich mal fragen. Die Marion weiß das. Messeveranstalterin hier. Und ja, hier sind viele Pickup-Trucks mit Aufbaukabinen. Jetzt fängt es aber, glaube ich, richtig an. Das Coole ist, jetzt werden die Leute festgehalten zur Unterschrift. Ja, schnell was kaufen, damit man sicher heimfahren kann. So, immer öfter siehst du jetzt den neuen Amarok. Der ist ganz neu. Ist eigentlich interessanterweise ein Ford Ranger. Der VW wird gebaut von Ford. Okay, wieso? Die haben eine Kooperation. Also Ford hat Antriebstechnik Allrad bekommen, nicht Allrad, Elektro. Mhm. Und im Gegenzug haben sie dann hier den Amarok gebaut. Und ja, das gleiche gibt es dann noch als Ford Ranger, baugleich. Ja. Ja, den Amarok fand ich eigentlich immer ganz cool. Den Ford Ranger auch. Aber für mich persönlich ein bisschen zu groß. Ich mag's eher kompakter. So. Hunde sind ja auch ganz viele, habe ich gesehen. Was ist hier? Ganz viele Hunde. Die dürfen auch mal das neue Wohnmobil beschauen. So, jetzt fängt es ein bisschen an zu regnen. Wo müssen wir denn hin? Tobi ist nicht weit weg. Also wir müssten jetzt hier drunter durch. Dann geradeaus. Aber ich mache jetzt mal die Kamera aus, dann werden wir die schützen. Du bist ja nicht aus Zucker, oder? Nee. Aber. Sollen wir warten? Ja, es geht eher um die Technik, ne? Ich glaube, die Technik, die leidet mehr als ich. So. 8. Juni. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr berichten. Wir wollten eigentlich nur hingehen, haben gedacht, komm, wir machen die Kamera an und zeigen mal ein bisschen, was hier los ist. 18 Minuten, die sich gelohnt haben. Danke fürs Einschalten. Hier ist German Television mit Sandra Capella und Sven Herzog. Ciao. Tschüss.